So, Barry TV, wir haben noch Getreide, das steigt ganz langsam an. Das ist schon mal gut, das ist schon mal sehr gut. Wasserversorgung sieht auch wieder besser aus. Frage ist, ich hoffe, sie machen jetzt nicht alle Fisch nur. Doch, natürlich, sie machen nur Fisch. Ist ja auch nicht schlecht, aber. Wir könnten noch ein bisschen was anderes machen, sowas wie Suppen und dergleichen. Na ja, gut, kommen wir mal hier rein. Dann machen wir es halt ja auf allgemein gestellt. Und wir könnten ja nochmal sagen, wir machen nochmal einen weiten Stove hin. Ich meine, wir haben jetzt so viele Leute. Irgendwann wird da schon mal einer wieder herkommen. Ich würde sagen, bitte, wenn du auf die Seite gehen würdest, wäre das ungemein freundlich von dir. Würde ich nämlich hier direkt den nächsten Ofen hinbauen. Auch wenn ich es ganz stark bezweifle, dass er mir diese Bitte so schnell erfüllen wird. Dankeschön. So schnell kann es gehen. Und ein neuer Arbeitsplatz wurde geschaffen. Tadam, tadam, tadam. Und wir brauchen auf jeden Fall noch Olivenbäume. Yep. Das wird noch so ein Ding sein später. Olivenbäume reinzumachen. Oh, irgendwo sind Ausgrabungen zu Ende. Und ich würde mal sagen, die waren bestimmt da oben. Genau. Mir auch schon fast gedacht. So, dann kann man nämlich sagen. Hahaha. Ich hätte gerne von. Ich soll mal nachgucken. Eigentlich von da unten gesehen, oder? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Bauer, Grabbereich von dorthin. Kann ich da oben auch noch welche hinbauen? Nach so quasi dorthin. Und wir sagen 1, 2 und 3. Und die bekommen natürlich, so wie es sich gehört, eine Kistchen. Ja, weil sie hatten ja keine, so wie es ausschaut. Das können wir natürlich nicht zulassen. Für gute Arbeit gibt es auch Kisten. So, wunderbar. Ah, nicht ganz. Besser. Ah, ein klitzekleines bisschen besser. Möchte ich nämlich auch hier reintun. Und ich glaube, das waren, wenn ich gerade die Zwischenwände sehe. Ach, weil es noch gar nicht, weil hier Ende Schicht im Schacht war. Nein, wobei mir sind echt die Steine ausgegangen, oder? Gerade bei der Zwischenwand hier. Okay, was haben wir denn für welche? Rote Ziegelsteine. Einfach nur normale rote Ziegelsteine. Rote Ziegelsteine, dankeschön. Warum denn nicht? Dann tun wir das doch kurz ein bisschen upgraden. Ich glaube, die Rückwand konnte man hier sogar auch machen, weil wir so ziemlich nahe waren eigentlich. Wäre noch eine Überlegung wert. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen nach hinten fahren. Wie gesagt, deswegen lasse ich das Ganze hier offen. Aber sonst sieht es gut aus. Was haben wir denn da drüben gemacht? Auch eine ganz normale Rückwand. Okay. Dann muss ich mal gucken, habe ich denn hier irgendwo anders schon mal was anderes hingebaut? Oder eine Decke? Habe ich eine Decke irgendwo schon mal hingebaut? Oh, noch nicht, oder? Doch hier. Da habe ich angefangen mit einer Holzdecke. Aber auch nur mit normalen Holzdecke. Wie gesagt, wir haben ja verschiedene Bretterarten. Wir können ja mal gucken. Du kommst wieder rein. Was haben wir denn hier? Graue Bretter. Leicht entflammbar. Bestimmt die schwarze Bretter. Es glänzt. Graue Bretter. Rote Bretter. Gelbe Bretter. Okay, einfach nur, weil ich es sehen möchte. Zack und zack. Das gleiche machen wir auch. Ups, das war ich nicht. Rein mit dir. Das will ich auch nicht so meinen. Den brauchen wir auch nicht da. Ich meine, die gelben kann ich mir gut vorstellen. Die Geschichte kann ich mir auch gut vorstellen. Das geht so eigentlich die zwei. Die ich habe, möchte ich mir jetzt doch mal angucken. Schauen wir nochmal. Das sind graue Bretter. Grau und gelb. Ich überlege es gerade, was kann man denn mit sowas anfangen? Weil die sind halt schon wahrscheinlich ganz schön raus. Da finde ich jetzt meine jetzigen Bretter aber irgendwie angenehmer. Finde ich jetzt schon zumindest. Können wir jetzt sogar die ein paar rote Bretter machen? Das wäre natürlich etwas, aber.
Machen wir da noch ein bisschen was. Ich sehe gerade hinten jede Menge Lücken, die wir noch auffüllen können. Und ich überlege gerade, soll ich andere Deckenfarben machen? Weil eigentlich ist ja der normale Pübel hier unten. Dafür ja kann ich die Bretter machen. Ich glaube eher weniger, ne. Der Kanäle schmeckt gut. Oh, da war jemand lustig. Da war jemand lustig. So, was können wir noch machen? Wir können hier hingehen. Und können hier mal dicht machen. Weil ich glaube, so oft, wie ich da eventuell runterfallen kann, ist es besser, wenn wir hier was hinbauen. So, haben wir hier, haben wir dort. So und so. Kommt nachher auch ein bisschen anders hin. Hier sind wir zugebaut, hier sind wir zugebaut, hier sind wir noch nicht zugebaut. War ich wieder ein bisschen faul. Nee, ich hatte, glaube ich, stimmt, weil ich das letzte Mal gemacht habe, hatte ich, glaube ich, überhaupt keine Holzbretter mehr. Sieht jetzt natürlich ein bisschen anders aus. Wieder bei minus 8 gelandet. Möglichkeitsfaktor ist auch nicht gerade so das Beste, aber kriegen wir alles noch hin. Kriegen wir alles noch hin. Ich will gerade, damit ich auch noch Säulen machen, damit es nicht alles aus Holzkonstruktion sind, aber na, was soll's. So wie es ist, ist in Ordnung. Oh, warte mal, nachts. Oh je, nachts, 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 nachts ist nicht gut, nachts ist nicht gut. Ich muss schnell nach oben, ich muss schnell nach oben. Ganz schnell nach oben. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich hab's wieder verstammt, ich hab's wieder verstammt. Und zack, weg mit dir. Sieht's passend in der Luft. Ja, da ist sogar noch Platz für Jobs, so wie es ausschaut. Da wäre sogar noch Platz für einen einzigen. Ja gut, der kommt nachher. Alles gut soweit. Ich habe Pfeile, ein paar hundert Bolzen. Ja, bin ich froh, dass wir mehr Bolzen haben als der Rest. So, genau, wir haben gesagt, da kommt was weg, da kommt was, da kommt was weg. Und wir wollten unten ja noch die Bretter noch von uns machen. Na, guck, da ist auch noch was. Das müssen wir natürlich auch noch hinbauen. In Realität wäre es nämlich überhaupt nicht stabil, aber was soll's. Realität ist jetzt mal so ein bisschen egal. Zack und zack. Einfach nur schön ausschauen. Ja, und hier müssen wir es einfach nur machen, damit eine Umrandung da ist. Diese Waben immer. Solle und solle und solle. Sieht's, passt und hat Luft. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Für den Moment zumindest. Nein, 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 nein. Besser. Wesentlich besser. Die paar Bretter sollten eigentlich auch kein Problem sein für meine Economy, würde ich mal sagen. Dann ziehe ich jetzt nämlich auch noch was aus. Ups. Einmal zurück. Einmal. Na. Nichts Falsches wegbauen. Haben wir schon vorhin gemacht. Und zum Glück war es kein Busch. Ja. Ja, nachträglich das Zeug hinbauen ist natürlich auch nicht gerade das Leichteste auf der Welt. Wenn man hier unten schon quasi. Ja, ist aber richtig. Richtiger FPS-Einfall momentan. Hallöchen. Weiß nicht, ob es so rüberkommt bei euch. Aber bei mir ist gerade so ein bisschen am Ruckeln. Ich glaube, da spawnt gerade so einiges rein. Da spawnt wahrscheinlich so einiges rein. Oh je, oh je. Ups, da müssen wir rüber. Da müssen wir zumindest ein bisschen rüber. Aber damit wäre die Ebene. Na, meine Güte. Bienen können nicht woanders hin bienen. Halt, das war zu weit. Oder vielleicht so mobile Körbe, damit wir die ein bisschen durchgegen schieben können. Solange ich hier als euer König Dachdecker spiele. Der Bodenverleger? Ich weiß gar nicht, wie man das hier nennen soll. Weil der Boden eigentlich zuerst kommen sollte. Schön Nugi am Spiel. Wäre Physik noch mit dabei? Ich glaube, dann hätte ich ein zumindest Problem an der Backe. So, zack. Noch haben sie genug zum Schießen, würde ich mal behaupten. Also muss ich mich noch nicht einmischen. Beton auf noch nicht. Ziemlich bald ja, aber für den Moment noch nicht. So, machen wir das noch vorhin fix. Und dann können wir mal rausgucken, inwieweit denn die ganzen Zombies schon zu uns vorgedrungen sind oder noch nicht. Das will ich nicht. Na komm. Und fertig. Einmal gerade durchgezogen. Das sieht doch gut aus. So muss das sein. Und so wird es nach und nach überall auch werden. So, Hallihallöchen. Noch schaut es doch gar nicht mal so schlecht hier aus.
Weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir und weg mit dir. So. Ich habe nämlich auch mal ein paar Armbrustdinger. Und sagen mal. Zack. Zack. Das Miau jetzt mal ein bisschen mitmischen hier. Ich würde mal sagen, so ein paar Geschosse hier und her macht schon einiges aus. Ja, gerade wenn man so quasi nichts mehr hat zum Schießen, ist das schon so ein bisschen dumm. So ein klitzekleines bisschen zumindest. Noch ein paar normale Steine, weil die brauchen wir immer irgendwie. So, hier zack, 50, passt soweit. Passt. Sieht's, passt und hat Luft. Ja, sobald noch ein, zwei weitere noch kommen. Zack. Haha, Volltreffer. Zack. Das ist das Wichtigste, jeder muss treffen. Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss ein Tor. Yep, auf jeden Fall. Weil wenn man so schießt. So wunderbar wie ich. Ah ja, irgendjemand hat's getroffen. Solange es irgendjemanden trifft, ist ja schon mal gut. Zack, ins Gesicht. Nochmal ins Gesicht schießen. 300, das nehmen wir 4 an Schuss, was wir übrig haben. Aber macht doch nichts an der Stelle. Neue Produktion kommt. Und wie die kommt. Ah, es wird sogar ein bisschen weniger hinten. Boah, Hilfe, ich glaube, ich sollte mich nicht direkt in die Schusslaufbahn reinstellen. So, und den Rest kann die Tagesschicht übernehmen. Ich habe meinen Soll erfüllt. Mehr brauche ich nicht tun. So, genau, dann wechsle ich noch kurz um. Tag- und Nachtschicht umwechseln, dann ist alles soweit. Finito, pronto, fertig. Na, hinten haben wir noch was. Ah, genau, wir haben unsere Mega-Baustelle nach unten. Die ewig und 3 Tage braucht, würde ich mal behaupten. Haben wir wieder Kupfer? Wir haben Kupfer, okay. Jardin haben wir nicht, aber wird unten vielleicht abgebaut. Leintuch haben wir natürlich nicht. Ja, was heißt natürlich nicht. Dumm haben wir auf jeden Fall bis zum Umfallen. Wo ich gerade mal nachgucken muss, was brauchen wir denn für Leinentuch? Was braucht ihr für Leinentuch? Eigentlich nur Flachs, das habt ihr ja ein bisschen umfallen. Das heißt, das könnte man eigentlich auch mal 50 mal einstellen. 50 mal, 50 mal und 50 mal. Einfach, dass wir einen guten Vorrat von allem mal haben. Und der forscht ganz und gar weiter. Aber Wissenschaft ist natürlich ganz schön nach unterdrückt. Wenn wir natürlich nichts haben zum Ausgeben. Ja. Max, nehmen wir Candles. Candles sind auch nach unten gegangen. Oh je, oh je. Das ist nicht gut. Das ist ganz gar nicht gut. Wenn das Wachs nach unten geht. Aber ich habe hier auch gerade nichts weiteres. Was machen wir da? Was machen wir da? Brauche ich denn noch einen weiteren Schneider, würde ich mal sagen. Und den dann auf der anderen Seite. Dort, wo ich ja eigentlich mal angefangen habe, so quasi umzudeichseln. Zumindest teilweise. Da brauchen wir noch jede Menge Holzböden. Dankeschön dafür. Können wir nämlich das derweil weiterbauen und fertig bauen. Das war noch so ein persönliches Anliegen von mir, dass wir das irgendwie schaffen können. So, hier übergebaut. Ich weiß, Kerzen müssen wir auch noch machen. Wir müssen so einiges machen, solle. Dann haben wir gesagt, hier muss auf jeden Fall ein Holzboden hin. Hilft alles nichts, da muss ein Holzboden hin. Gut, Holzboden ist unabdingbar für alles hier. Da haben wir ein bisschen was ausgelassen, aber es macht nichts. Das können wir nachher dann ohne Probleme nachtragen. Hier, komm, Hauptsache wir sind einmal durchgelaufen. Das ging jetzt relativ schnell. So, komm schon. Noch mehr Holzbretter, noch mehr Holzbretter. Dankeschön. Heute brauchen wir nicht, die haben wir genug. Und die werden hoffentlich unten mal fertig nach und nach. Das wäre echt wunderbar. Da hätte ich jetzt, würde ich nicht Nein dazu sagen. Ich laufe echt viel zu schnell dafür, was ich hier legen kann. Alles belegt, herrlich. So, zack, 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 hier, dorthin. So, hier haben wir gesagt, das ist der Eingang. Das heißt, hier ist der Weg dann hier drinnen. So. Dann sagen wir gehen mal ein bisschen weiter. Schneiderei. 3 Stück. 1, 2, 3. Solle. Wenn hier der Eingang ist, können wir ja gleich sagen, wir nutzen das gleichzeitig auch noch aus für das hier.
Genau, drei Stück sind auf jeden Fall da hinten untergebracht. So, drei Jobs remaining. Erb ist klar, ist klar. Das heißt nämlich so viel wie ihr könnt danach. Ja, nachts könnt ihr euch anders umdeichseln. Drei Stück passt. Das sind gerade die drei neuen Jobs, die wir gemacht haben, stelle ich gerade fest. Das passt ja eigentlich relativ gut. So. Wie schaut es aus mit der Nachtschicht hier? Ihr macht es noch vor uns fertig, das passt. Wie gesagt, die Steinstellen sind eigentlich. Ach, ja. Es ist schön, wenn sie noch ein bisschen was mitschießen können, aber ja. Nicht das Nonplusultra. Ja, und ich möchte eigentlich nicht über 100. Ja, was soll jetzt kommen? 160.000? Ja, war jetzt ein teurer Gut. Das war ein richtig teurer Gut. Das könntest du mir aber jetzt mal sagen. Das könntest du jetzt mal glauben. Okay, auf nach unten. Wenn wir nämlich kein Bienenwachs haben, müssen wir daran was ändern. Und zwar ganz, ganz, ganz massiv. So, das heißt nämlich, wir müssen hier weiter durchs Gestein durchgehen. Oder wir sagen einfach mal, für den Moment zumindest, hey, Befehlswerkzeug, Essen, Beekeeper. Eins, zwei, drei. So, Beekeeper Nummer 1. Beekeeper Nummer 2. So, zwei Jobs auf jeden Fall. Die nach jemand mitmachen kann. Das haben wir nämlich genug, das haben wir auch genug. Boah, ich habe halt immer wieder produziert. Alles klar. Und wenn dann der nächste Tag angebrochen ist, können wir nämlich die nächsten Berufe auf die andere Seite klatschen. Würde ich jetzt quasi mal so annehmen. Dann fangen wir nämlich hier an mit den anderen. Sagen wir, haben doch ein paar normale. In Bezug auf ein. Ja. Definiere normal an der Stelle. Happiness. Warum kein Happiness? Das kommt auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall. Die Wachsdinger. Könnte man auch etwas glücklicher machen? Hm, kommt auf jeden Fall. Candles sollte auch demnächst wieder funktionieren. Hm. Allgemein geht es ja eigentlich mit der Glücklichkeit. Wenn die Lage nur wieder etwas besser voll wären. Cabbages wird auch ganz schön gut verarbeitet. Also das ist nicht schlecht. Das ist ganz und gar nicht schlecht. Ja, und ihr solltet eigentlich... Genau, hier sind noch ein paar Fische. Okay, ich wollte gerade sagen. Nicht nur das eine verarbeiten, sondern auch das andere auch ein bisschen. Damit wir ein bisschen gleichmäßiger arbeiten können. Das wäre doch gar wunderprächtiger Natur. So, und das kommt alles weg. Es muss sowas von weg hier an der Stelle. Damit wir unsere Felder noch vor uns machen können. Und zwar direkt bis hierhin. Da muss dann wahrscheinlich der Berg auch ein bisschen weichen an der Stelle. Aber was soll's. Der Berg ist jetzt mal nicht das Wichtigste hier. Es ist eher die Tatsache, dass wir 400. Ja, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Dass wir mit unserer Produktion von allem gerade wieder etwas hinterherhinken. Obwohl das nicht schlecht wäre, wenn wir da ein bisschen besser wären. Mit Betonung auf ein bisschen besser. Genau, weil das Ding muss ich auch noch ein bisschen anders machen. Das wäre so schon schön, wenn wir hier eine glatte Wand hätten. Hier Steinbrocken. Dorthin umgestaltet. Genau. Das schaut auch wesentlich angenehmer aus. Weil wir sind immerhin im Untergrund. Das heißt, es muss auch dementsprechend so sein. Ob es als 4 Gig sein muss, steht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber so sieht es auf jeden Fall besser aus. Da muss halt der Berg hier keine Ausbeutung von uns bekommen. Ja, Mist. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich überlegen, was wir da machen. Vielleicht können wir da nochmal irgendwie was mit Essen machen. Irgendwas langgezogen, so sowas. Und ein paar Produktionsstätten wäre auch was, weil wir könnten auch ab hier schon absäbeln. Aber das passt halt nicht mit den Feldern hier. Dafür möchte ich die Baufläche eigentlich zu gerne nutzen, sagen wir es mal so. Ja, ich meine einfach, der Berg ist nicht so schön, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber was soll's. Ah, nein, mein Fehler.
mein Fehler an der Stelle. Wunderbar. Dann können wir nämlich auch hier mal wieder ein paar Fackeln hinklatschen. Ah, hat hier unten jetzt da. Ist mir doch gleich ein bisschen wichtiger hier. Und noch ein paar Steinbrocken. Wir haben noch ein paar Steinbrocken. Das Gute ist, sie kommen zum Glück nicht durch die ganzen Zombies, weil sonst hat man nämlich wirklich Probleme. Zack, 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 zack. Hier noch ein bisschen was. Und da, wo Büsche sind, da müssen wir halt noch ein bisschen ausharren, sagen wir es mal so. Mit Beton auf ein bisschen. Da können wir ja von Anfang mal hier ein Kerzchen hin machen. Allein wenn wir hier schon weiterkommen, ist es ja schon ein großer Erfolg für uns. Aber auch nicht weiter als hier. Wir sind halt also gerade in so einem gewissen Eckle. Können wir dann hier... Genau, hier möchte ich gerade abschließen. Na komm. Wunderbar, es passt. Das geht auch gerade noch. An der Kante arbeiten ist etwas gefährlich, stelle ich gerade fest. Ein bisschen arg gefährlich sogar. Sollte man vielleicht unterlassen. Wie sieht es denn an sich gerade aus mit Pam 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 Fackeln? Yep, hier. Dankeschön. Das wollte ich doch gerade wissen, wie die Fackelgesellschaft jetzt zugange ist. Hier eine hin. Kann ich die hier weg. Und ich glaube, ich muss kurz nach oben gucken wieder. Einfach nur, um den Siege-Modus wieder reinzumachen. Oder halt kurz davor zu sein, sagen wir es mal so. Ich höre sie schon wieder überall. Immer doof, dass man... Wobei, wenn sie sonst noch gut schießen können, sollten sie ja eigentlich keine Probleme haben. Die meisten kommen eh immer Richtung, ja, sagen wir es mal, Tagesanfang, würde ich mal sagen. Einfach dadurch, dass wir so einen riesigen Radius haben, unser Eingang eben so, ja, verzwickt ist, sagen wir es mal so. So, da kommen wir auch schon wieder an die Oberfläche hin. Okay, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Einen kleinen Augenblick. Wir sind unten gleich wieder da, um weiter fortzufahren. Das ist cool, dass wir gerade nicht ganz unten arbeiten. Ja, ist gut, wenn wir noch ein paar Steinwerfer haben, auf jeden Fall. Und wenn die Büchsen kommen, wird alles wesentlich besser. Mein Gott, habe ich gerade wieder... Hupperle, bin ich da gerade hingerauscht? Yep. Habe ich wieder viele Nachrichten? Ich glaube, ich bin... So, zack. Es passiert nichts mehr, es verschießen einfach noch ihre volle Munition und gut ist. Dann ist auch wieder Schicht im Schacht. Ja, die Brücke wird auch noch heute weitergebaut werden. Sobald wir hier unten ein bisschen besser zurechtkommen, sagen wir es mal so. Die Bewegung auf ein bisschen besser. Ah, warte mal, stimmt, wir haben ja... Ich wollte die da drüben hinbauen. Ah, Mist, okay, müssen wir auf die nächste Nacht warten. Dann müssen wir einmal auf die nächste Nacht warten. Oh, hier? Ah. Ist noch nicht fertig geworden. Okay, ist natürlich was anderes. Was sagen wir? Er ist geflohen? Nein, er ist einfach nur nicht fertig geworden. So, hier, weg, 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 weg. Tom, 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 Tom. Der Dreck muss weg, der Dreck muss weg. Ah, wir können... Ach, stimmt, ich habe eine Idee. Ich habe da gerade eine gute Idee. Wir müssen ja den Bereich auch noch voll ins Freie machen eigentlich. Das heißt, so viel wie... Das sollte ja eigentlich noch relativ lange gut gehen, oder? Ja, definiere lange gut gehen. Mist. So, das will ich nämlich sagen. Bitteschön. Befehlswerkzeug, Grabfläche. Ich durfte das mir hier schon wieder anecken. Von da bitte. Nach hier hinbauen. Wunderbar. Wenn wir das dann schon mal so haben, können wir doch direkt sagen... 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Ich glaube, irgendwas ist da unten gerade fertig geworden. Ah ne, minus 1. Okay, wir sind immer noch beim gleichen. Wir sind immer noch beim gleichen. Hat sich soweit noch nichts geändert. So, wenn wir jetzt sagen, hier möchte ich bitte... Ja, aber hier sind wir nämlich draußen unterwegs. Das macht rein gar nichts. Können wir die Büsche mitnehmen. Und können das nachher dann noch reparieren, so quasi.